So, was haben wir heute hier vor uns liegen? Ein außergewöhnlich schönes Gewehr, eine Perkussionsbüchse aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein Jagdgewehr. Dekoriert mit jagdlichen Szenen, schön fein beschnitzt und so weiter und so fort. Das ist aber noch nicht wirklich alles. Das Gewehr kommt aus einer extrem guten Büchsenmacherwerkstatt von der Firma oder der Manufaktur besser gesagt Morgenroth aus Gernrode im heutigen Anhalt. Was die Waffe noch besonderer macht, ist nicht nur diese extrem vorzügliche handwerkliche Fertigkeit, mit der das Ding hergestellt wurde, sondern auch die Tatsache, dass diese Waffe für den Großherzog von Oldenburg hergestellt wurde. Oldenburg war ab 1815 Großherzogtum, also schon eines der höheren Adelshäuser Deutschlands und dementsprechend schön ist die Waffe gemacht. Wir haben hier hinten, sehen wir das Wappen der großherzoglichen Familie drauf, unter einer goldenen Krone. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das hier wirklich eine der persönlichen Waffen war, ist sehr hoch. Was man zu diesen Gewehren aber sagen muss, ist Folgendes. Wir sehen einfach, dass dieses Gewehr von allerhöchster handwerklicher Präzision ist und auch von handwerklicher Kunstfertigkeit. Das zeigt also ganz genau, dass diese Waffen nicht nur Werkzeuge für die Jagd waren, sondern auch Statussymbol. Das muss man ganz klar sagen. Also je schöner eine solche Waffe war, umso höher war in der Regel auch der Status des Besitzers. Und wie gesagt, wir haben hier eine Waffe aus dem Hause Oldenburg, aus einer hervorragendsten Manufakturen Deutschlands zur damaligen Zeit, in perfektem Zustand und von allerhöchster Qualität.